Entschuldigung, wie bitte? Du meinst, wir sollen die Maus verfolgen? Essen wir sie! Ja, Mäuse sind schließlich auch Nagetiere. Sie könnte etwas übermacht werden müssen. Wie willst du mit ihm reden? Ja, willst du das nicht vielleicht nochmal überdenken? Redman ist keine echte Ratte, Cat. Und Mäuse können nicht sprechen. Ach, du kannst kein Mäusisch. Können Hunde ja auch nicht. Los jetzt, weniger jammern, mehr joggen. Wir müssen diese Maus finden. Und sie nicht entwischen lassen. Eins, zwei, eins, zwei! Okay, erstmal in Ruhe suchen. Okay, die war hier oben. Okay. Ja, in einem Fenster hier oben links. Oh, in den Flaschen ist ein Rätsel. In welchen Flaschen? Warte mal, ich so, ja, okay. Hast du schon alle Münzen oder? Nein, ich hab das. Welche Flaschen eigentlich? Unten rechts. Unter dem Hund. Ah! Wie viel Pfand bekommst du, wenn. du in Berlin eine Mülltonne durchsuchst? Ich würde sagen, keinen mehr. Oh doch. Sicher? Mhm. Also ich sehe öfter mal Leute, die das schon gemacht haben, also. Ja, ja. Da kann doch nichts mehr drin sein. Natürlich. Kommen ja immer wieder Leute her, die das reinschmeißen. Ja, aber es kommen auch immer wieder Leute, die es rausholen. Ja, und? Je nachdem, wann du kommst, ist da vielleicht nichts mehr drin. Da wasch mir einer die Schnauze, da in der Flasche ist ein Rätsel. Ein Rätsel in einer Flasche? So was Interessantes dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Ich muss es einfach lösen. Ja. Pass aber auf, hier liegen überall Scherben herum, Miss. Ach, Scherben bringen Glück. Auch bei Rätseln bestimmt. Farbverwirrung! Oh Gott. Dieses Quadrat ist durch diagonale Linien in gleichmäßige Abschnitte aufgeteilt. Und jeder Abschnitt soll mit einer anderen Farbe gestrichen werden. Oben ist rot, rechts ist gelb, unten ist blau. Anscheinend soll der linke Teil gestrichen größer sein als die anderen Farben. Hä? Moment. Hä? Wenn die gleiche Abschnitte ist? Achso, welche Farbe hat der linke Abschnitt? Hä? What? Ja, ja, aber warte mal. Anscheinend soll der linke Teil gestrichen größer sein als die anderen drei Farben. Wer soll etwas denn gestrichen größer sein? Jeder Abschnitt soll mit einer anderen Farbe gestrichen werden. Oben ist rot, rechts ist gelb und unten. Ach so. Ah, ja, ja, wenn man das wegmacht, dann sieht man da ja. Moment. Anscheinend soll der linke Teil gestrichen größer sein als die anderen drei? Hä? Ich habe eine Idee, aber ich bin mir nicht sicher. Und ich probiere es jetzt einfach mal aus. Aber ich kann mir sonst nichts anderes darunter vorstellen, aber nee, ich liege falsch. Hm. Gestrichen größer sein? Hm. Was? Wie soll denn? Warte mal. Klar. Jetzt weiß ich, wie man das löst. Wir lösen wirklich jedes Rätsel. Wie soll etwas denn gestrichen größer sein? Es ist möglich. Geht's um die Buchstaben? Nee. Nee, also das. Man könnte sagen, dieses Dreieck ist dann größer als alle anderen Dreiecke. Weil? Weil. So. Ja, voll easy dann auf einmal, ne? Ich habe gedacht, weiß, weil dann irgendwie der, weil man es dann irgendwie weiß lässt und dann der Raum größer ist, weil ja da keine Farbe drauf ist oder so. Nee, aber es ist ja, es ist, weil das Schwarze dann von den Linien auch dazu kommt. Fein den Pinsel geschwungen. Hehe. Die Farbe der diagonalen Linien ist schwarz. Wenn der Abschnitt also die gleiche Farbe wie die Linien bekommt, wird er dadurch größer als die anderen Abschnitte. Ja. Danke. Yay, noch ein Interieur-Ticket. Ein recht ungewöhnlicher Ort für ein Rätsel, nicht wahr? In einer Flasche. Was hättest du denn erwartet? Ein Schiff? Oh, System-Update machen? Ach, kann man auch abbrechen. Zum Beispiel. Obwohl, wir könnten es ja auch mal machen, das System-Update. So, wo waren noch Hinweismünzen? Also eine war ja da links im Fenster, die du schon gefunden das hattest. Das sieht nach einer Sackgasse aus. Okay. Laterne! Ich frage mich, was da drin ist. Meint ihr, es ist eine Fabrik oder ein Lagerhaus oder sowas? Der Aufbau des Gebäudes scheint eher spontan und zufällig gewesen zu sein.
Schaut euch die ganzen alten Möbel an. Die Leute sollten ihre alten Sachen zum Wertstoffhof bringen, nicht hierher. Ja. Ich finde keine mehr. Diese Gegend ist wirklich am Ende. Ich schätze, der Kram ist auch einfach zu schwer, um ihn leicht entsorgen zu können. Seid vorsichtig. Ja, es sieht aus, als könnte der ganze Haufen jeden Moment umstürzen. Hier muss doch noch was sein. Also ich finde keine mehr. Ah! Nee, diese Straßenlaterne leuchtet auch schon mit allerletzter Kraft. Ich mache mal kurz bei mir einen Ton an. Sie ist besser als nichts, schätze ich, aber besonders viel Licht macht sie nicht. Okay. Ich würde sagen, die Geradheit dieses Masts ist genauso fragwürdig wie die Moral des Großteils der Leute hier. Oh, das ist voll gemein. Das ist bestimmt voll ein tolles Viertel, nur halt vernachlässigt. Und deswegen ist Redman wahrscheinlich auch... Ich hab doch da grad... Hinweismünze in dem... Ja, ich hab's. Ich hab's mit dem Ton gefunden. Ja. Aber ich glaube, dann haben wir alle drei. Jetzt haben wir sie, glaube ich, ja. Ja. Also jetzt haben wir den Hund noch. Hundi! Oh, ist das nicht der Streuner, mit dem du dich vorhin angefreundet hast, Cheryl? Ja, da hast du recht, Nadelstreifen. Er hat ein ganz schön großes Revier, was? Warum fragst du ihn nicht, ob er etwas über Redman weiß? Schon gut, schon gut. Ich wusste, dass ihr mir deswegen nicht noch auf die Pfoten steigt. Heda, Fellnase. Hätte nicht damit gerechnet, in dieser Gegend über dich zu stolpern. Schnüffelst du Hinweisen hinterher? Warum muss man das ausblenden lassen können? Ja. Dubi-dubi-di-dub-di-du. Nee. Ich habe keine Ahnung. Dub-di-dub-di-du. Okay. Deswegen ist es ja gerade so komisch. Ja. So was in der Art. Eigentlich sind wir einem Superhelden namens Redman auf der Spur. Hast du von ihm gehört? Schon? Redman? Dieser schräge Typ mit der Mäusemaske, hm? Oh ja, den kenne ich. Dieses Ungeziefer hat mir mal richtig Feuer unter dem Hintern gemacht. Autsch. Dann bist du wohl nicht gerade ein Fan. Da hast du allerdings recht, Fellnase. Ich hatte mir gerade Fresschen für 3 Tage geschnappt, als er aufgetaucht ist und alles ruiniert hat. Oh, dann bist du der Sandwich-Dieb. Ist dir dabei was Ungewöhnliches an ihm aufgefallen? Ich würde jetzt nicht Dieb sagen, Fellnase. Wie dem auch sei. Sieh mich halt und juck mir. Wurde auch ausgeblendet. Ja, der Name ist verboten. Ja. Ziemlich halt Hundchen schuck mir. Ja. Ich konnte an ihm schnüffeln und er roch nicht wie die Leute, die hier leben. Er hatte einen anderen Geruch, was? Ich weiß, wahrscheinlich hast du dir mehr versprochen, aber vielleicht wird dir die Info noch nützlich. Hoffe ich jedenfalls. Und wenn du das Ungeziefer findest, dann richte ihm was von mir aus, Fellnase. Ich will nämlich einen Schlussstrich ziehen. Sag ihm, dass wir Hunde auch mal Hilfe brauchen, nicht nur die Menschen. Ja. Verstanden. Gebe ich so weiter. Und schau, hast du was Nützliches herausgefunden? Laut meiner Quelle ist Redman nicht von hier und er ist voll böse. Anscheinend riecht er ganz anders. Interessant. Eine echt hündische Aussage haben wir da. Braver Junge. Also, können wir davon ausgehen, dass Redman von irgendwo anders herkommt? Von irgendwo anders kommt? Auch wenn er so oft in Bowlin Hill auftaucht? Ja, vielleicht sollten wir unsere Ermittlungen ausweiten. Okay. Oh, aber wir reden trotzdem jetzt noch vor. Müssen wir wohl. Und wir müssen die Maus verfolgen. Nee, müssen wir nicht unbedingt, aber... Wir müssen die Maus verfolgen. Ja. Aha, wir treffen uns wieder. Wir müssen echt aufhören, so ineinander zu stolpern, was? Ja, es ist ja. Oh, Samuel, wie lustig. Aha, ich tauche immer dann auf, wenn man es am wenigsten vermutet, mein Lieber. Na, was machen Sie denn hier? Ich arbeite natürlich an einem Artikel, was sonst? Die letzte gemeldete Sichtung von Redman war doch an eben dieser Stelle hier. Ich verstehe. Also haben Sie eine neue Spur oder so etwas? Nun, leider nicht. Nein, bisher sind keine bedeutenden neuen Informationen in dieser Sache zutage getreten. Aber es hat sich herausgestellt, dass ein paar junge Rabauken von hier dem Verbrechen abgeschworen haben, nachdem sie Redman begegnet sind.
Der Artikel bekommt übrigens den Titel Verratzt nochmal, die Mucki Maus ist weg, aber die Gerechtigkeit lebt weiter. Was meinen Sie? Klingt doch gut, oder? Nee. Bitte lass es doch jemand anders sein. Mäuse sind so schnell. Wo ist das kleine Ding denn hin? Wir könnten ewig brauchen, um diese eine kleine Maus zu finden, Miss. Vor allem, wenn wir uns an jedem kleinen Detail aufhalten, bevor wir weitergehen. Such nicht nach der Maus, Ernest, sondern nach Orten, an denen sie sich verstecken kann. Wie das Mäuseloch da drüben. Ein Rätsel. Ist da bestimmt drin. Boah, das wird voll verschwommen, wenn es ranzoomt. Also die haben echt nur das Nötigste für die Texturen gemacht. Priyansha, da müssen wir ermitteln. Zu spät, zu spät. Ich komme viel zu spät. Mach's gut, bis bald, auf Wiedersehen. Muss gehen, muss gehen, muss gehen. Ich liebe Alice im Wunderland. Zu spät, okay. Ich komme viel zu spät. Kommt zu spät, so wie Emmy damals. Steht im Chat. Mach's gut, bis bald, auf Wiedersehen. Muss gehen, muss gehen, muss gehen. Also dann, damit wär's das mit der Folge. Nein. Oh. Ja, hierhin wird die Maus geflüchtet sein. Sie ist ganz schön flint, unsere flinke kleine Freundin. Flinke kleine Freundin? Ja. Da drin scheint so eine Art Laden oder so sowas zu sein. Es sieht nach einer Schneiderei aus. Cinderella! Nun, das Licht ist an, also dürfen sie offen sein. Gehen wir rein und schauen wir uns um. Herr Kanickel! Herr Kanickel! Ich liebe das im Wunderland, falls es noch nicht aufgefallen ist. Nein, ganz und gar nicht. Ich glaube. Achso, man kann rein, genau. Habe ich nicht gesehen. Uiuiui. Meine Güte, schau sich einmal diese ganze Stoffe an. Und die Kurzwaren, Knöpfe, Garn, sogar Nähmaschinen. Schaut mal, was für ein herrlicher Laden. Ich wäre doch sehr erstaunt, wenn hier irgendwer irgendwas finden würde. Ja, schon ein ziemliches Durcheinander, oder? Ja, wie bei dir. Ja, es war klar, dass Scheuer sich meldet. Hört doch noch jemand dieses Klirren? Klingt, als ob Cat im Glashaus mit Steinen wirft. Sehr witzig. Die alte Dame dort scheint die Ladenbesitzerin zu sein. Um Enigma! Nein. Sollen wir sie fragen, ob sie etwas Nützliches weiß, Miss? Ja, tun wir das. Und wir können sie auch fragen, ob wir uns in ihrem Laden umschauen dürfen. Cinderella! Neue Klamotten! Oh Gott! Oh! So, erstmal umschauen und dann fragen. Ich will, dass sie Cinderella. Rätsel! Oben in dem Zeug. Ja, da. Uiuiui. Okay. Kennt ihr diese Leute, die mitten im Satz? Mhm. Ja, kenne ich. So gut. Das Zuschneiden von Stoff ist eine echte Kunst, finde ich. Es geht. Nein, bitte kein solches dreidimensionales Rätsel. Ja! Aber ich glaube nicht. Man versucht, den verfügbaren Stoff optimal zu nutzen, ohne was zu verschwenden. Ja, okay, stimmt. Aber hallo, man muss echt gut überlegen, wie bei diesem Rätsel hier. Ja, aber eigentlich, wenn man ein Muster hat, also man hat, macht ja immer vorher Muster von T-Shirts oder je nachdem, was man nehmen will. Dann geht's eigentlich. Der perfekte Schnitt. Ja. Oh. Dieses Stück Stoff in der Größe von einem 5 Meter Quadrat muss für ein Nähprojekt zugeschnitten werden. Ein 3 Meter Quadrat und ein 4 Meter Quadrat. Nee. Ein 3 Meter Quadrat und 4 1 Meter Quadrate müssen aus ihm herausgeschnitten werden. Vorher sollen auf dem Stoff Schnittlinien vorgezeichnet werden. Wie viele gerade Linien muss man mindestens einzeichnen? Das muss doch noch mit weniger gehen. Ich probier's einfach mal. Wenn nicht, ist es halt weniger, aber ich versuch's.
Das ist jetzt, also ehrlich gesagt, ich wäre als erstes auf 5 gekommen. Mm-mm. Also das ist weniger. Moment, ich probiere das mal in der Notizfunktion. Jetzt habe ich ja die Zeit. So, also ich hätte mir ja jetzt gedacht, dass ich hier so dieses 3 Meter Quadrat ungefähr hier so nehme. Ja. Okay, dann habe ich hier aber immer noch... Ach so, ah. Moment, das ist eine gerade Linie. Mhm. Noch eine gerade Linie. Ja. Und jetzt brauchst jetzt brauche ich nur noch 2. Mhm. Ja. Also insgesamt sind es 4. Ich habe ein Rätsel mehr. Das sollte reichen, denke ich. Nicht insgesamt. Nein, nicht insgesamt, aber an sich. Ja. Kira, notieren. So. Du Modezar. Es gibt 2 Arten, die Linien einzuzeichnen. Beide Methoden brauchen 4 Linien insgesamt. 2 vertikale und 2 horizontale.